Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Ja, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wir haben hier Psychiatrieräume jetzt gebaut. Wir haben auch endlich einen Strecksaal. OPs sind gerade ein bisschen überfüllt, weil wir einen Notfall angenommen haben. Das ist aber auch kein Problem. Ein VIP besucht wieder unser Krankenhaus. Ja, mal gucken, ob wir die 250 Forschungspunkte wieder abgreifen können. Okay, der Allgemeinmediziner braucht wieder ein bisschen Platz. Da gucken wir mal, ob der hier reicht. Ja, super. Können wir direkt schon, ja, wieder verhindern, dass es hier zu Engpässen kommt. So, brauchen wir dann noch einen Heizkörper? Ich denke nicht. Reicht aus. So, da kann noch mal eine Pflanze hin. So, sieht doch alles im Allen, sieht das doch ganz gut aus hier. Da hinten kann vielleicht noch mal eine Pflanze hin. Hier haben wir gar keine drin. So, die sollen das natürlich auch schön haben. Da passt keine mehr hin. So, dann werten wir das noch mal ein bisschen auf. Ja, der Lehrgangsraum ist natürlich sehr klein. Ja, das sollten wir hinkriegen. Dass wir hier vielleicht doch noch mal eine Pflanze hinkriegen. Wunderbar. So, steht mal auf bitte. Und dann setzen wir da nämlich auch noch mal eine hin. Genauso wie hier. So, dann haben wir glaube ich alles abgedeckt. Ja, da kann noch mal eine hin. Sieht doch im Großen und Ganzen gut aus. So, hier hinten vielleicht noch mal was zum Lesen. Und vielleicht auch noch mal hier so ein Süßigkeitenspender oder so. Okay, oder ein paar Uhren. Uhren gehen auch immer. So, und so ein paar Anschlagbretter vielleicht auch noch. Dann verschönern wir hier noch mal so ein bisschen unsere Gänge und kostet auch nicht viel. Das kann man dann ruhig mal machen. Sehr gut, genau. Und dann hier nochmal so Süßigkeiten, Spende und einen Trinkbrunnen vielleicht. Ja. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Okay, das ist erstmal in Ordnung. So, vier im Gang. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Eine Beförderung steht aus. Jetzt können wir auch so langsam mal wieder, ja, einen Lehrgang, glaube ich, starten. So, gucken wir mal. Diagnostik würde ich vielleicht mal beibringen lassen. Wen können wir da erübrigen? Ja, vielleicht immer so eine Ärztin. Und Teilnehmer. Dann nehmen wir zwei Krankenpfleger und zwei Ärzte, würde ich sagen. Bilde drei Mitarbeiter weiter. Ja, das trifft sich ja gut. Haben wir gerade gestartet. So, ein, ja, Forschungsarzt ist gerade nicht da. Also lass uns mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. Okay, die VIPs kommen als erstes. Das ist wichtig.
Aber warum passiert denn hier nichts? 72 Tage schon vergangen, ohne dass hier einer geheilt wurde. Medikamentenmixer einmal verbessern. Okay, die sind gleich fertig hier, die Dinger. Ich glaube, wir brauchen noch mal einen Arzt. Ein Arzt wird in der Topferei verlangt. Können wir auch noch mal uns leisten. Die beiden sind ja jetzt fertig, dann können die beiden verbessern. Und ja, den Herzrasen machen wir auch noch, komm. Was soll's? Ja, irgendwie denken die sich wohl, wir brauchen nicht arbeiten, wir brauchen nicht operieren. Der hier liegt, weiß ich nicht, wie lange schon da. Vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Okay, der zeigt hier immer wieder an, dass Leute fehlen. Das ist doch ein Arzt, oder? Ja, eine Chirurgin. Okay, der ist fehlgeschlagen. Dann haben wir den Notfall wohl nicht geschafft. Bei 4 Patienten, einer schon fehlgeschlagen. Ach nee, geheilt? Aber der war doch hier gerade... Ach so, das war kein VIP. Ja, okay, können wir trotzdem knicken hier. In 3 Tagen schaffen wir das nicht. 2 Tage. Ja, schade. Schade, schade. So, bilde 3 Mitarbeiter weiter. Das haben wir geschafft. Dann ist der Lehrgang auch schon mal abgeschlossen. Gucken wir mal, was wir für Preise gewonnen haben. Keine Todesfälle, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und Lehrkrankenhaus, ja, wir haben kaum ausgebildet. Leider verlieren wir hier wieder einen Ruf. Macht aber nichts. Unser Krankenhaus ist generell eigentlich ganz gut dabei. So, was können wir denn hier noch mal dazu holen? Ausdauertraining. Erhöht Tempo und Effizienz, finde ich immer ganz cool eigentlich. Nehmen wir mal einen Hausmeister hier als Ausbilder. So, Oberpfleger, Oberschwester und hier 2 Ärzte würde ich noch dazu nehmen. Weiterbildung abgeschlossen. Cool, das haben wir dann auch gleich geschafft, unseren ersten Stern hier. Beförderung 100 Krankenpfleger, Karriereziel erreicht. Sehr gut. Ich bin sicher, dass Sie mir zustimmen, dass dies ein wirklich außergewöhnliches Stück Musik war. Ein makelloses Beispiel eines nicht-diatonischen Kontrapunktes. Für weitere erschütternde Kompositionen bleiben Sie einfach dran. Okay, ich denke, wir brauchen noch mal einen OP-Saal. Und vielleicht einen zweiten Forscher. Können wir das Ganze hier erhöhen? Moment. So, ja, können wir. Sehr gut. Der ist optional. So, 500 Forschungspunkte bekommen wir, weil wir den VIP beeindruckt haben. Das können wir immer gebrauchen, sowas. Dann geht die Forschung ein bisschen schneller voran. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt bei dem Projekt dann ist oder bei einem anderen Projekt. Auf jeden Fall, ja, sind Forschungspunkte gut für uns. So, können wir hier hinten noch was verbessern? Wir können den Spritzmeister noch verbessern, sobald hier die Verbesserungen abgeschlossen sind. Die Hausmeister fehlen dann natürlich auch so ein bisschen für andere Tätigkeiten. Deswegen nicht übertreiben hier mit den Verbesserungen. Können wir auch alles nach und nach machen. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach nochmal einen Operationssaal. Das reicht wohl nicht aus. Okay, da haben wir unseren ersten Stern erhalten. Glückwunsch, das Gesundheitsministerium von Two Point hat ihrem Krankenhaus mit einem Stern bewertet. Ah, Smoogly, ich hatte schon ganz vergessen, dass es existiert und ich bin alles andere als erfreut, daran erinnert zu werden. Für die Entwicklung ihrer chirurgischen Methoden gebührt ihnen Anerkennung, auch wenn besagte Methoden alles andere als fortgeschritten sind. Übrigens, wenn Sie schon darauf bestehen, Menschen aufzuschneiden und in ihnen herumzuwühlen, dann waschen Sie sich doch bitte die Hände. Spielen Sie weiter mit Innereien, um sich zusätzliche Belohnungen zu verdienen oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Wir bekommen 100 Kudos-Punkte und $10.000 hier
und haben das nächste Krankenhaus freigeschaltet. Wir fahren aber natürlich fort und gucken wieder, dass wir hier weitere Mitarbeiter ausbilden, 30 Patienten in der Chirurgie heilen und eine Heilungsrate von 75% haben. Ja, das sollten wir eigentlich hinkriegen, denke ich. So, eine weitere Beförderung. Ja, ausbilden geht immer. Müssen wir dann gleich mal gucken, dass wir die nächste direkt anfangen. So, Motivation. Auch da würde ich gerne einen Hausmeister nehmen, der das Ganze durchführt, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Und dann können wir hier nochmal einen Hausmeister vielleicht mit reinnehmen. Eine Chefärztin. Einen Krankenpfleger und vielleicht hier auch den Nachwuchsassistenten. Dann haben wir ja von allen etwas. Und heute in Bickleberts Bewertungen spreche ich über die neue Bäckerei in Crockenbush. Mandelsohn war toll. Okay, wir holen uns ein weiteres Grundstück dazu. Atemberaubende Auswahl an musikalischen. Oh, schaut mal hier. Das darf natürlich nicht sein. Kakophoniekuchen. 4 von 5 Maracorons. So, die Verbesserungen sind so gut wie fertig. Müssen wir noch mal kurz ein bisschen abwarten, dann können wir den Spritzmeister hier verbessern. Und dann haben wir soweit erstmal alle Verbesserungen gemacht. Heile 20 Patienten, ja, das sollen wir auch hinkriegen. Gucken wir mal. Ja, 80.000 Profit. Das war schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen noch einen Hausmeister, Leute. Es sind überall Pflanzen, die vertrocknet sind. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Weiterbildung abgeschlossen. Müssen wir mal gucken. Ja, der kann ruhig da bleiben, denke ich. Und dann hauen wir hier einfach noch mal so ja, 2 Pflanzen rein, oder was? Was sind denn die Pflanzen? Können wir hier gar nicht bauen. Na gut, dann bauen wir den erstmal so. Mal, dass wir hier vielleicht noch mal eine Toilette hinbasteln. So, ein Notfall für die Station. Ja, da haben wir 2 Stationen. Das dürfte auch klappen. So, Weiterbildung ist auch schon wieder vorbei. Dann gucken wir hier mal rein. Diagnostik würde ich vielleicht noch mal gerne machen. Wir haben jetzt so viel Geld, da können wir uns auch einen Gastausbilder holen. So, 2 Fachärzte. Ja, da würde ich vielleicht Chirurgie 2 sogar eher nehmen. Krankenpfleger, ja, bei dem macht das auf jeden Fall Sinn. Stationsschwester und ja, die Ärztin können wir nehmen. Sehr gut. So, wie lange braucht die Forschung hier noch? Die brauchen noch ein bisschen. Dann können wir die Farbtherapie nämlich nochmal verbessern. Patient ist abgelevelt. Oh. So, Spritzmeister haben wir auch verbessert. Ja, alle 20 Patienten haben wir geschafft. Sehr gut. Oh, den fröstelt es ein bisschen. Da wollen wir natürlich mal gucken, dass das nicht so bleibt. Ja, reicht erstmal. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. So, dann müssen wir noch mal gucken, was wir hier hin basteln. Momentan haben wir keine Engpässe.
Entleuchtungsklinik brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wurde ja bisher nicht nachgefragt. Zirkustherapie und so auch nicht. Entwesungsanlage. Ach, guck mal. Ja, dann bauen wir eine Entwesungsanlage. Okay, die muss wieder ein bisschen größer ausfallen. Okay, die muss echt ein bisschen größer ausfallen. Ja, dann muss sie hier hin. Das ist dann so. So, ein Mülleimer. Ein Feuerlöscher. Ein großer Heizkörper. Dingen im Leben hören? Positive Schlagzeilen und lobhudelnde Artikel machen Sie ganz krank? Dann lesen Sie den Tagesspötter. Denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Two-Point. So, haben wir hier was für die Entwesung noch? Tierische Anziehungskraft, glaube ich, ist das. Ja, setzen wir auch mal rein. Eine Uhr. Ja, und hier vielleicht, keine Ahnung, nochmal so ein Anschlagbrett oder was. Mal hier so Auszeichnungen nochmal machen. Okay. Die können wir auch schon mal verbessern. So, zwei Beförderungen stehen aus. Da gucken wir mal. Eine weitere Beförderung. Gut, da haben wir 6 von 6 Patienten sogar geheilt. Besser geht's ja gar nicht. Und hier dürfen natürlich auch Automaten wieder nicht fehlen. So, zack. Und Getränkeautomat. Dann gucken wir hier nochmal nach Zeitschriftenständern. So, und dann haben wir hier noch Platz für weitere Räume. Müssen wir mal gucken, was wir da so hinbasteln. Sehr gut. Ja, Chirurgie ist immer noch irgendwie so ein bisschen ausgelastet. Was ist mit unseren Assistenten? Kriegen sie irgendwie nicht so richtig hin. Marketing brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Würde ich den erstmal dazu holen. So, Chirurgie 2. Haben wir nur einen Teilnehmer? Ne, da haben wir welche. Ja, und da holen wir uns dann einen Gastausbilder natürlich. Ja, die fallen dann erstmal ein bisschen weg jetzt, aber ja, sind dann hoffentlich ein bisschen besser in dem, was sie tun. Damit die Heilungsrate auch mal schön oben bleibt. Ja, beeindrucke den VIP, den Bürgermeister hier in dem Fall. Kriegen wir auch hin, denke ich. 139.000 machen wir hier plus. Hat, in einer der naturheilkundlichen Einrichtungen von Hanf abzusteigen. Nennen Sie mich gerne altmodisch, aber meiner Meinung nach sollten Patienten von Ärzten in Krankenhäusern behandelt werden und nicht von Schamanen, die sie mit Blättern einreiben. Achtung, Promi! Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. So, holen wir uns hier mal noch eine Kioskhütte oder... Ja, stillt den Hunger, löscht den Durst, erhöht die Zufriedenheit der Abkühlung. Kontrolle im Pausenzimmer erforderlich. Stillt den Hunger.
Kuchenverkauf, stillt den Hunger. Ja, nehmen wir mal hier den köstlichen Kiosk. Den hier mal hinpacken, wenn die Leute reinkommen. So, dann würde ich hier nochmal einen Assistenten dazu einstellen. Ja gut, dann nehmen wir den mal. So, 90 Tage ohne Todesfall, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass wir das hinkriegen, das ist immer so eine Sache hier mit den Todesfällen. Oh, da fehlt auch schon wieder ein Arzt. Wir haben scheinbar zu wenig Ärzte. Ein Arzt wird in der Topferei benötigt. Nur nochmal einen Chirurgen dazu. Ja, die warten jetzt natürlich darauf, dass man Chirurg kommt, weil hier drei saßen hier schon im Lehrgang drin. Oh, ein Allgemeinarzt. Die sind auch wieder voll. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Da müssen wir mal gucken. Wir hatten noch einen kleineren Raum da. Den packen wir dann hier mal hin. Ja, kann man so lassen, denke ich. So, wir achten aber wieder drauf, dass sie natürlich Aussitzgelegenheiten haben. So, ein Broschürenständer vielleicht. Hier noch so hin. Ja, ein paar Uhren. Und Anschlagbretter. Da können wir vielleicht mal Efeu hinterstellen oder so, damit das da nicht so kahl aussieht. Und was ist denn da? So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Ja, den VIP haben wir beeindruckt. Hier 15 Ruf haben wir bekommen, 10.000 Dollar und 20 Kudos-Punkte. Wunderbar. Haben wir einen Psychiater noch? Jo, haben wir. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Genau. So, Diagnostik 2, da haben wir sogar 12 Teilnehmer. Eine Stationsschwester. Ein Stationspfleger. Ich würde hier halt noch zwei Ärzte vielleicht mit reinnehmen. Wunderbar. Und dann lassen wir das Ganze, wir haben genug Geld, wieder von einem Gastausbilder ausführen. Der kann das dem beibringen. So, wir haben gerade wieder keinen, der hier forschen kann. So, ich habe gerade gesehen, hier scheint es noch ein bisschen kalt zu sein. Müssen wir mal gucken. Ja, das sieht so aus. Kriegen wir da irgendwie eine Heizung zwischen? Nee. Da aber. Patient ist abgenippelt. Guck mal, hier ist auch ganz schön kalt. Nur mal gucken, dass wir da auch so einen kleinen Heizkörper irgendwie zwischenpacken. Hier ist den Leuten auch ein bisschen kalt. Hier natürlich dann auch dementsprechend. Für die Flüssigkeitsanalyse wird ein Krankenpfleger benötigt. So, wir gucken mal, wo das noch überall ein bisschen kalt ist. Und dann rüsten wir da mal so ein bisschen nach. Könnte schon wieder zu warm sein. Ein Krankenpfleger wird in der Farbtherapie verlangt. Ja, hier auch extrem kalt. Ich glaube, so kleine Heizkörper sind immer noch mal ganz gut, wenn man die hier platziert. Ja,
Das ist doch in Ordnung, oder? Oben vielleicht nochmal ein. Das ist schon eine relativ große Station hier. Ja, wird vielleicht ein bisschen warm da auf Decke. So, wir haben einen Notfall. 4 Patienten mit Rückenschrippe. Nehmen wir mal an. Und ja, das können wir dann nicht annehmen. Wir haben jetzt nämlich erstmal den einen Notfall. Versuchen wir erstmal den zu machen. So, genau, das lehnen wir erstmal ab. Wie gesagt, das lassen wir und da haben wir auch schon die nächsten Auszeichnungen. Super, bloß keine Todesfälle, das fehlt uns noch. Ja Leute, ich sehe auch gerade, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin.